Herzlich willkommen zurück in Erlengrad. Wir sind immer noch bei der Lohnarbeit. November Teil 1. Wir haben beim letzten Mal die Maisernte als Lohnauftrag abgeschlossen. Ja, haben noch ein bisschen was rausbekommen für uns selbst, so 1700 ungefähr an Überschüssen, was uns der Besitzer bzw. die Besitzerin, war ja eine Besitzerin, netterweise geschenkt hat, hier im Landwirtschaftssimulator 22. Und ja, jetzt sind wir dabei, den zweiten Lohnauftrag im November noch abzuschließen. Heißt, wir werden gerade die Sonnenblumen ernten und ja, damit wir das auch insgesamt schaffen, also so viel ist es ja nicht mehr, aber die Folgen gehen ja immer nur 20 Minuten, machen wir das jetzt wie folgt. Ich probiere hier einfach mal eine Timelapse nochmal hinzukriegen. Denke, das sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, und da würde ich vorschlagen, dass wir uns am Ende dieser Folge, beziehungsweise nein, am Ende des Feldes, am Ende des Feldes wiedersehen. Mit unserem Case und all dem Drum und Dran. Also sollte eigentlich ganz gut klappen, glaube ich. Mit der Timelapse sollte auch nicht so lange dauern. Und dann ja, sehen wir uns gleich wieder. Ja, ich probiere noch die richtige Einstellung zu finden. Machen wir es mal so. Vielleicht hilft das ja. Na, aber es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man in beide Richtungen fahren muss und dann nicht sieht, hat man es oder hat man es nicht. Na, also von der Breite. Ja, machen wir es mal so. Also, bis gleich.
So, die vorletzte Bahn, die wir jetzt hier noch vor uns haben. Wir sehen, es wird tatsächlich immer ein bisschen dunkler. Ja, ich spiele ja auch Realgeschwindigkeit derzeit. Ja, damit es nicht ganz so duster wird über die Zeit. Aber wir würden sehen, wenn wir jetzt zurückfahren würden oder zurückspulen würden oder die Folge auch einfach nochmal aufrufen, die davor, wann wir angefangen haben und wo wir jetzt tatsächlich gelandet sind von der Zeit, dass es doch einiges an Zeit in Anspruch nimmt. Ja, die Timelapse mit abpumpen sollte, denke ich, was geworden sein. Ja, also kann man sich, denke ich, angucken. Und wir werden jetzt die letzte Bahn noch machen. Und zwischendrin die Dinge, die ich hier aus Versehen habe stehen lassen, werden wir noch einsammeln. Na klar. Die vier Sonnenblumen, die da noch übrig waren. Ja, und auf dem Rückweg nehmen wir dann auch die an der Seite hier noch mit. Ja, und dann kommen wir vielleicht noch so auf 6000 Liter insgesamt, die wir jetzt hier noch einladen können. Und mit etwas Glück schaffen wir es gleich auch noch, die beiden Aufträge abzuschließen und dann den November Teil 1 damit auch zu beschließen und dann im Dunkeln arbeiten. Ja, diejenigen, die schon länger dabei sind, die wissen das, mag ich immer nicht so gerne, auch wenn ich ein Nachtmensch bin. Aber ja, im Dunkeln arbeiten oder fliegen oder ja, auch bei Going with Evil im Dunkeln zu bauen, macht halt immer wenig Spaß, weil man halt auch relativ wenig sieht. Ja, das ist dann des Pudels Kern, wie man so schön sagt. Warum ich das lieber im Hellen mache. Ja, dann fahren wir gleich nochmal zu dem wunderschönen New Holland da vorne hin und laden hier die letzten Sonnenblumenkerne ab. So, wollen wir mal gucken, dass wir den auch nicht rammen hier, den Burschen. Oh, ein bisschen mehr Abstand können wir brauchen, haben. Dann klappt man das Teil gleich noch zu, nachdem die ja, knapp 6000 Liter da jetzt raus sind. Genau, so machen wir das. Klappen wir auch das noch eben zu. Und das hier. Das können wir uns auch nochmal im Detail angucken. Also sieht schon gut aus. Das ist zumindest gut animiert. So, und dann werden wir jetzt einmal in diesen wunderschönen New Holland springen. Machen schon mal das Blinklicht an. Ja, Warnblinker war die ganze Zeit an und jetzt fahren wir gleich auf die Straße. Na, können wir den Warnblinker ausmachen, fahren auf die Straße und zum Supermarkt. Boah, nehmen wir mal die Strecke hier an unserem Hof vorbei, da können wir Mutti schon mal winken, na, und sagen, pass auf, wir sind gleich da. Da oben fährt auch noch ein Zug auf der Brücke, wenn ihr es gerade kurz gesehen habt. Wenn ich spule kurz zurück, dann seht ihr das, wie da oben auf der Steinbrücke, gemauerten Ziegelsteinbrücke oder wie auch immer, auch ein Zug entlang fährt. Ja, und da oben hier gerade links im Fenster, da ist unser Wohnhaus. Da werden wir auch gleich dann hin und einmal kurz ein bisschen was zu essen abholen. Ne? 16.30 Uhr kann man sich auf den Feierabend vorbereiten. Ich denke, Frau Snu wird da schon gekocht haben. Ja, und dann schließen wir die beiden Aufträge jetzt gleich ab und schauen nochmal rein. Also, nee. Meine Hochrechnung hat nicht ganz gestimmt, aber es kann jetzt auch daran liegen, dass das Ganze, also entweder habe ich es falsch gerechnet oder aber der Ertrag an bestimmten Stellen war einfach anders als an anderen Stellen auf dem Acker. Nach 20% hatten wir ja, weiß ich gar nicht, um die 4000 da drin. Das heißt, nach 100% hätten wir so 20.000 haben müssen, wenn mich nicht alles täuscht. An Litern. Und jetzt haben wir 16.000. Ne?
Ja, also gute 4000 weniger, als ich geschätzt habe. Aber auch das ist nicht ganz so tragisch. Soll uns nicht davon abhalten, das hier abzuliefern. Sonnenblumenkerne beim Supermarkt. So, gehen wir mal ein bisschen weiter raus. Dann sehen wir auch, wo wir hier lang müssen. Und dann können wir jetzt hier auf den Überladeknopf drücken. Und dann kommt das da rausgeschossen. Sehr gut. Guck mal, vielleicht kommt doch noch ein bisschen was übrig. Ja, 1620 Euro für uns obendrauf. Das hört sich doch sehr gut an. Und dann fahren wir den jetzt hier nur noch einmal kurz an die Seite. Machen nochmal Warnblinklicht an. Boah, die Beleuchtung, die können wir erstmal auslassen. Ja, und dann würde ich sagen, gucken wir ganz kurz in die Verträge rein. Das haben wir ja beides abgeschlossen. Also hier, 3.969 einmal für uns abschließen. Und 2.640 nehmen wir auch abgeschlossen. Herausragend. So, also, dann Lohndienstleistungsumsatz. Insgesamt knappe 5.800 für uns obendrauf. Ne, Fahrzeug wurde abgeholt. Boah, passt soweit. Und jetzt könnten wir hier noch annehmen, Feld 8 Grubbern für 3.449 Euro. Bräuchten dafür allerdings auch den größeren Grubber. Da gucken wir mal ganz kurz. Feld 8 befindet sich da oben. Ja, Feld 7 hatten wir ja gerade gemacht. Feld 8 ist das. Ja, können wir uns überlegen. Werde ich mir überlegen, ob wir das gleich machen im zweiten Teil des Novembers. Aber bis es soweit ist, werden wir jetzt erstmal nach Hause gehen. Ein bisschen laufen kann ja nicht schaden. Und hier ist unser flüssiges Gold. Nein, in grün verpacktes Gold. Die Silageballen, die wir dann auch demnächst... Ja, ist denn hier alles offen? Ist hier Durchzug? Na, so schon besser. Werden wir uns dann demnächst auch widmen. Und dann werden wir... widmen, genau. Werden wir uns widmen und werden dann die Dinger verkaufen. Und hoffentlich einiges an Geld kriegen, dass der Hof ja auch ein bisschen größer wird und ein bisschen schöner wird. Ja, das soll es gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, denkt an den Daumen nach oben. Und sehr, sehr gerne ein Abo dalassen. Natürlich eure Kommentare gerne auf Twitter, Instagram und auf den Discord folgen und joinen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao und bye, bye.